sagen, was ist Architektur? Ich habe mir aufgeschrieben, dass das Architektur ist das Schaffen von Raum an einem konkreten Ort. Das ist jetzt eine sehr, sagen wir mal, eine sehr grundsätzliche Definition, die aber eigentlich meiner Auffassung nach aus der Sicht der Baugeschichte oder des Architekten, ich habe ja Architektur studiert, eigentlich das Wesentliche trifft, nämlich dass es letzten Endes immer darum geht, an einem konkreten Ort für eine konkrete Funktion, aus einer konkreten Aufgabe heraus Raum zu schaffen. In der Baugeschichtsvorlesung fange ich dann immer auch oder erläutere ich es dann immer auch nochmal mit einem etwas merkwürdigen Beispiel vielleicht, dass also der Steinzeitmensch, der Neandertaler, der irgendwo durch die Gegend zieht und sich vielleicht einen Unterschlupf sucht, eine Höhle, die er dekoriert, die er ausstattet, die er auch mit künstlerisch gestaltet, das ist für mich noch keine Architektur, das ist Raumgestaltung. Und was mir da fehlt, ist einfach dieses bewusste Schaffen von Raum. Also in dem Augenblick, wo der Vorfahre von uns, der Steinzeitmensch, einen Stamm nimmt, einen Ast nimmt, diesen Ast irgendwo in die Gegend rammt, in die Erde stampft und sagt, das ist jetzt ein Ort, an dem wir uns treffen, um die Angelegenheiten zu besprechen, meinetwegen, die alle angehen, oder um irgendein Ritual durchzuführen, dann hat er einen Ort geschaffen. Das ist der Beginn von Architektur, das ist dieses bewusste Schaffen von Ort, das ist auch etwas, was mir schon wichtig ist. Und da ist genau die Schnittstelle zu demjenigen, der jetzt als Steinzeitmensch sich in die Höhle setzt und die Höhle dekoriert, ein Fell reinlegt von irgendeinem Tier, das er erlegt hat, da macht er sich das wohnlich, da steht ein Gestaltungsanspruch dahinter, aber das hat jetzt für mich mit Architektur noch nichts zu tun. Und dieses Konkrete, dass Architektur eigentlich immer einen Ort hat, dass es nie ortlos ist, das ist für mich auch ein wesentlicher Aspekt oder ein wesentlicher Unterschied zur Malerei oder zur Skulptur. Das sind ja auch Felder, auf denen Menschen sich kreativ ausdrücken können. Das Bild kann ich aber wegtragen. Die Skulptur kann ich auch wegtragen. Da leben ja unsere Kuratoren davon in den Museen, dass sie Bilder und Objekte immer wieder neu zusammenstellen und dadurch auch immer wieder zwischen den Objekten neue Zusammenhänge, einen neuen Kontext erstellt wird. Und mit Architektur geht es nicht. Es gibt natürlich, können Sie jetzt einwenden, diesen Sonderfall von geplanten Bauen, von sehr fantasievollen Bauten, die auch wichtig sind, die vielleicht auch eine architekturtheoretische Diskussion beflügeln können oder eine Architektur darüber oder eine Diskussion darüber beflügeln können, was Architektur sein kann. Den Bereich der Projekte, den finde ich auch wichtig, aber gerade diesen Ortsbezug, das ist etwas, was mir schon auch wichtig ist. Vor ein paar Wochen bin ich mal durch Zufall in irgendein Tiroler, ich bin ja neu hier, in irgendeines dieser Tiroler Bergbauern-Museumsdörfer gerutscht. Wenn man Richtung Kufstein fährt, da ist irgendwo so eins. Das habe ich mir angeguckt. Das ist ein merkwürdiger Eindruck, weil diese Bauten alle von anderen Ortschaften niedergelegt worden sind, abgerissen worden sind. Dann hat man die da zusammengetragen. Das sind für mich Zombies, das sind Untote. Die sind da aufgereiht. Die bilden irgendein Dorfensemble, aber man geht einmal da rein, kapiert, dass das niemals ein Dorf gewesen ist, weil das eine kommt aus dem Tal, das nächste kommt aus dem Nachbartal und schon hat man kleine Unterschiede drin. Und genau diese Loslösung, dieses Kappen der Wurzeln, der architektonischen Wurzeln vom Ort, das ist das, was sie dann in diesen Freiluftdörfern nicht mehr haben. Und das sind eigentlich, ja, das sind Zombies, das sind Untote. Und vielleicht nächste Frage, was kann Architektur? Architektur kann eigentlich alles. Und kann auch alles ruinieren. Die Architekten sind so ein Berufsstand, der schon eine sehr, sehr große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft hat. Das sind eigentlich diejenigen, die den Raum gestalten. Jetzt sind wir wieder beim Ort und bei dem bewussten Schaffen von Raum. Das ist das, was Architektur ist. Und das ist auch das, was sie kann. Es kann ein gestalteter Raum werden. Das kann ein Institutsraum sein, der ist jetzt hier sehr improvisorisch gestaltet, das hat seine Gründe.
Das kann ein öffentlicher Raum sein, der wieder andere Aufgaben hat. Aber dieses bewusste Gestalten von Raum ist mir schon wichtig. Und wenn das gut gemacht ist, dann kann Architektur alles. Dann kann Architektur Räume schaffen, in denen Menschen sich aufhalten können, in denen sie sich begegnen können, in denen sie leben, wohnen, essen, sich aufhalten, arbeiten, spielen können. Alles das, was menschliche Aktivität, was das menschliche Dasein ausmacht. Und wenn man das aber nicht gut macht oder nicht sorgfältig macht, dann kann man das auch ganz schnell ruinieren. Es gibt unzählige, das wissen Sie auch, unzählige Siedlungen, die mal mit großem Anspruch, mit großen Ambitionen geplant worden sind, vorzugsweise Ende der 60er, in den 70er Jahren. Das ist eine andere Zeit gewesen, anderes Technikverständnis, auch ein anderer Glaube an die Technik. Und etliche dieser Siedlungen sind heute, weil man sich an irgendeiner Stelle in der Dimension dann doch vertan hat, ruiniert und zum Teil abgerissen oder zum Teil werden sie auch noch abgerissen werden. Dass manches dabei, was ich bedauere als Baugeschichtler, weil gerade diese Experimentierphasen auch schon sehr spannend gewesen sind, aber manches hat sich einfach nicht mehr erhalten lassen. Und das ist es. Das ist, die Architekten haben schon eine sehr große Verantwortung der Umwelt gegenüber. Und jetzt da nochmal auf dieses Beispiel oder auf diesen Vergleich mit dem Bild oder mit der Skulptur zurückzukommen. Wenn mir ein Bild nicht mehr gefällt, hänge ich es ab. Wenn mir die Skulptur nicht mehr gefällt, dann demontiere ich die. Dann stelle ich die in den Keller oder ich werfe sie auf den Müll. Das würde ich jetzt nicht tun, aber ich kann sie entfernen. Ich kann sie aus meinem Blickwinkel entfernen. Das, was Architekten bauen, das steht aber in der Regel. Und wenn sie es gut gebaut haben, qualitativ gut gebaut haben, dann steht es sehr lange in der Gegend herum. Und alle anderen müssen sich damit auseinandersetzen. Und das ist eine sehr große Verantwortung, die die Architekten haben. Es gab ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Futuristen eine architekturtheoretische Bewegung, die versucht haben, das zu unterlaufen, die gesagt haben, wir leben in einer Zeit, die sehr dynamisch ist, die nach vorne drängt. Das ist Filippo Tommaso Marinetti, der das geschrieben hat, gesagt hat, wir stehen auf den Vorgebirgen der äußersten Jahrhunderte, wir blicken nicht zurück, wir blicken nach vorne. Jede Generation muss sich ihre eigene neue Stadt erbauen. Alle 30 Jahre, heißt es, werden wir unsere Städte komplett ändern. Das hat sich ja nicht wirklich durchgesetzt. Das ist eine Haltung, das ist eine extreme Haltung. Man kann sich natürlich auch zu Recht fragen, ob Marinetti das ernst gemeint hat, eigentlich. Aber es ist eine extreme Position, die sich, wie gesagt, nicht durchgesetzt hat und die auch eigentlich nicht dem Bild einer europäischen Stadt entspricht. Wir haben eigentlich, zumindest hier in Europa, haben wir Städte, die sehr alt sind. Innsbruck ist noch der Youngster dabei. Augsburg, wo ich vorher gearbeitet habe, ist eine Stadt, die über 2000 Jahre alt ist. Rom hat über 2700 Jahre auf dem Buckel. Das sind einfach sehr, sehr lange Zeiträume. Und das, was dort gebaut wird, das steht unter Umständen auch sehr, sehr lange. Und das, finde ich, sollte man irgendwie berücksichtigen. Und wie positionieren Sie sich im Diskurs der Architektur? Im Diskurs der Architektur positioniere ich mich als Beobachter. Als Beobachter, als Analytiker, als Kommentator möglicherweise, aber nicht als Teilnehmer. Ich habe Architektur studiert in Darmstadt in den 80er Jahren. Das war eine spannende Zeit, gerade an der Fakultät. Ich habe nach meinem Diplom ein Jahr im Büro gearbeitet und habe relativ schnell gemerkt, dass mich Architektur fasziniert, aber dass ich das nicht selbst machen muss. Also dieses Bauen wollen, dieser Bautrieb, das ist etwas, was mir völlig fehlt. Ich finde Architektur spannend und gucke mir das auch alles an. Es muss auch nicht immer nur Antike oder Mittelalter sein. Die Baugeschichte endet eigentlich jetzt, kurz vor 6, 22. April, Jahr 2013, kurz vor 6. Das ist das Ende der Baugeschichte. Erfahrungsgemäß brauchen die Dinge immer eine Weile, bis sie sich wirken, also bis sie auch ihre Wirkung entfaltet haben. Und wenn man jetzt auf das, was gebaut wird, mit ein bisschen Abstand zurückguckt, sagen wir mal so mit einer Generation, ungefähr 20, 30 Jahre, sagen wir mal 30 Jahre so im Schnitt, dann ist man eigentlich so weit, dass man die Wirkung eines Gebäudes, seine Relevanz für die Baugeschichte, für die Architekturgeschichte, dann auch
beurteilen kann. Insofern interessiert mich dieser zeitgenössische Dialog auch, aber ich bin bei der Beurteilung immer erstmal ein bisschen skeptisch und warte da ab und schaue mir das auch an, wie sich die Bauten entwickeln. Und es gibt jetzt, gerade so aus der postmodernen Phase, aus der dekonstruktivistischen Phase der 80er, 90er Jahre, da ist jetzt so die zeitgenössische Baugeschichte eigentlich schon so weit, dass wir uns mit diesen Bauten beschäftigen können. Da ist sozusagen der notwendige zeitliche Abstand schon da. Da ist die Distanz da, die man jetzt einfach braucht. Zeitgenössische Architektur schaue ich mir gerne an, interessiert mich auch, fasziniert mich auch. Aber ich möchte es eigentlich eher beobachten und analysieren. Und dadurch, dass ich kein eigenes Büro habe, steht auch keine eigene persönliche Beteiligung da irgendwie zur Debatte. Gut, und die letzte Frage wäre eben, welche Ihre Entwurfsmethode ist. Aber vielleicht kann man es ja auch eher auf das Institut anwenden, weil Sie ja doch auch Entwerfen machen im Institut. Sie das sehen. Die Entwurfs, also wie gesagt, dadurch, dass ich kein Büro habe, entwerfe ich nicht selbst. Mir fehlt da auch nichts. Das mögen Sie mir nachsehen, dass ich da einfach eine andere Position zu habe. Was wir hier im Institut versuchen, ist eben eine Entwurfsmethode beizubringen, die sehr konkret auf den jeweiligen Ort eingeht. Da schließt sich das jetzt ein bisschen, was Sie am Anfang gefragt hatten, was Architektur ist, was es sein kann, welche Aufgaben es haben kann. Wir glauben, dass Architektur diesen Ortsbezug braucht. Wir denken, man muss bei einem Entwurf, soweit man das im Rahmen eines Studentenprojektes simulieren kann, sollte man sich mit dem Kontext auseinandersetzen. Vielleicht gibt es historische Spuren, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Vielleicht gibt es bestimmte Baumaterialien, eine bestimmte lokale Bautradition. Die sollte man zunächst mal kennen. Ob Sie dann als Student oder Ihre Kommilitonen oder ob man selbst dann, wie man auf diesen Kontext reagiert, ob man sich jetzt mit seinem Entwurf anpasst, einfügt in ein bestehendes Gebilde hinein, ob man da jetzt einen gestalterischen Kontrapunkt setzt, das ist dann letzten Endes eine Entwurfsentscheidung. Das ist eine individuelle Entwurfsentscheidung. Die kann richtig sein, die kann falsch sein. Was uns wichtig ist, ist, dass man vorher sich mit dem Kontext auseinandergesetzt hat, auch mit dem Ort auseinandergesetzt hat. Man kann dann durchaus zu dem Ergebnis kommen, an dem Ort ist jetzt eigentlich, da gibt es eine bestimmte Tradition und ich möchte mich jetzt dagegen setzen, weil mein Gebäude eine andere Funktion hat, weil ich was anderes erreichen will damit. Das ist dann immer so eine Frage der Entwurfshaltung. Aber die Analyse der Aufgabe, die Analyse des Ortes und des Kontexts, das ist schon etwas, was wir für sehr wichtig halten. Es geht nicht darum, sich irgendwie anzupassen oder sich unterzuordnen, ja, vielleicht manchmal sich unterzuordnen. Aber so anpassen, das ist eigentlich etwas, was wir nicht wollen. Vielleicht kann man einfach eine lokale Bautradition, die es gibt, weiterentwickeln, uminterpretieren, neu interpretieren. Das ist zumindest so, wie Baugeschichte eigentlich auch funktioniert, wenn man sich das anguckt. Die Geschichte von Bautypen, die ganz unterschiedliche Ausprägungen haben können, je nachdem, in welcher Zeit und an welchem Ort und in welchem Kontext sie entstanden sind.